Darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Und wer ein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Weltzeit noch in der zukünftigen. Es gibt immer eine Chance. Gott ist der Gott der Millionen Möglichkeiten, der Millionen Chancen. Es gibt immer eine Chance umzukehren. Nein, gibt es nicht. Es gibt Leute, die können nicht mehr umkehren. Es gibt Leute, die können nicht mehr gerettet werden. Es gibt Leute, für die es ein für alle Mal jetzt schon zu spät ist, weil sie zum Beispiel den Heiligen Geist gelästert haben. Das ist die Sünde, die nicht vergeben werden kann. Und jetzt stellen sich Leute natürlich die Frage, okay, was ist, würde ein Christ das tun? Aber hier ist die Antwort, ein Christ würde das nicht tun. Denn wenn du einmal gerettet bist, dann bist du mit dem Heiligen Geist versiegelt auf den Tag der Erlösung. Der Heilige Geist wird dich nicht verlassen. Du bist gerettet, du hast ewiges Leben, du kannst es nicht verlieren, egal was du tust. Du kannst den Heiligen Geist nicht lästern als Christ. Was haben die Pharisäer gesagt? Sie haben gesagt, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Und wir lesen in Markus Kapitel 3 in Vers 30 die Erklärung, was konkret diese Lästerung des Geistes war. Da heißt es nämlich in Vers 30, denn sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Also was ist die Begründung? Ja, wodurch haben sie den Geist gelästert? Was war diese Lästerung des Geistes? Dass sie eben gesagt haben, dass sie Jesus bezichtigt haben, dass er einen unreinen Geist hat, dass er vom Satan ist, dass er einen Dämon hat und durch den Beelzebul, den Obersten der Dämonen, die Dämonen austreibt. Das war die konkrete Lästerung. Dass sie eben eindeutig erkannt haben, das ist Jesus Christus, das ist der Sohn Gottes. Ein Mensch könnte das nicht tun, ein normaler Mensch. Das ist Gott im Fleisch. Sie haben das erkannt. Aber sie haben es auf den Satan geschoben. Sie haben gelästert, sie haben in Erkenntnis der Wahrheit, sie haben Gott erkannt, sie haben ihn abgelehnt und wollten nicht an ihn glauben. Sie haben eindeutig Gott erkannt, haben ihn abgelehnt. Was lesen wir in Römer Kapitel 1, Vers 28? Gleich wie sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie dahingegeben, einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Die Lästerung des Geistes ist im Grunde genommen Verwerfungslehre. Wenn jemand erkennt, das ist Gott, eben beispielsweise hier, wie wir lesen in Matthäus Kapitel 12, durch die Wunder Jesu, das ist Gott, und dann lästern sie aber Gott. Sie wollen von Gott nichts wissen, sie hassen Gott, sie lehnen Gott ab, sie wollen nicht an ihn glauben. Was macht Gott? Okay, dann verwerfe ich euch. Dann gebe ich euch keine Chance mehr. Ihr könnt nicht mehr gerettet werden. Wer ein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Weltzeit noch in der zukünftigen. Wir als Christen, wir können nicht gegen den Heiligen Geist reden. Warum? Weil wir schon an Jesus Christus glauben. Wir haben schon unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt. Wir haben an ihn geglaubt. Wir haben ihn nicht nur erkannt, sondern auch an ihn geglaubt. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir können nicht mehr verloren gehen. Wenn du einmal ewiges Leben hast, dann hast du ewiges Leben. Würde Gott es wieder wegnehmen, wäre ein Lügner. Die Bibel sagt aber, dass Gott nicht lügen kann. In Titus 1, Vers 2. Wir können nicht mehr verloren gehen. Wir können nicht gegen den Heiligen Geist lästern. Aber jemand, der zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, eben dadurch, dass der Heilige Geist am Wirken ist, wie das hier der Fall war. Sie haben die Wunder Jesu gesehen. Der Heilige Geist war am Wirken. Ja, sie wurden Heiligen Geistes teilhaftig, lesen wir in Hebräer Kapitel 6. Sie haben die himmlische Gabe geschmeckt. Was ist die himmlische Gabe? Das erinnert mich an das Manna im Alten Testament. Das Brot, das Gott vom Himmel gegeben hat. Worauf deutet das hin? Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Es geht bei dem Manna um das Wort Gottes. Sie haben das Wort Gottes geschmeckt, aber haben sie es gegessen? Haben sie Jesus Christus gegessen im symbolischen Sinne? Haben sie an Jesus Christus geglaubt? Haben sie Jesus Christus aufgenommen? Nein. Was sagt die Bibel? Allen aber, die ihn annahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Du musst an Jesus Christus glauben, ihn aufnehmen, ihn essen sozusagen. Das Wort Gottes, die himmlische Gabe, aufnehmen, essen, nicht nur schmecken. Sie haben die himmlische Gabe geschmeckt, wie es heißt in Hebräer Kapitel 6. Aber sie haben nicht geglaubt, sondern ganz im Gegenteil, sie haben Jesus Christus gelästert, sie haben ihn gehasst, sie haben ihn abgelehnt und Gott hat sie abgelehnt. Und gleich wie sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Sie waren verworfen, es gibt keine Hoffnung mehr für sie. Es gibt keine Vergebung für diese Sünde, dass man eben zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, Gott erkennt, nichts mit ihm zu tun haben will, nicht an ihn glauben will, ihn sogar hasst. Gott ist fertig mit dir. Das ist also etwas, was vor der Errettung geschehen muss. Wenn du einmal gerettet bist, ja, dann hast du an Gott geglaubt. Ja, es geht hier um Leute, die nicht an Gott geglaubt haben. Sie haben ihn aber sehr wohl erkannt. Die Pharisäer haben Jesus erkannt. Aber sie haben ihn eben gelästert. Sie haben ihn abgelehnt. Und Jesus hat sie abgelehnt.
Nein, Jesus nimmt nicht jeden bedingungslos einfach so auf. Es gibt eine Grenze, die überschritten werden kann. Und das ist eben die Verwerfungslehre, von der wir hier eindeutig lesen.